So, jetzt läuft er wieder. Wunderbar. So, der Thomas erklärt mir jetzt hier gerade den Honda FCX Clarity. Er wird sein Bestes geben, genau. FCX Clarity ist nichts anderes als von der Bedienung her ein normales Fahrzeug. Also man nimmt einen ganz normalen Schlüssel und steckt den in die... Genau, den Schlüssel habe ich nämlich hier. An der Stelle nach wie vor. Und dann piept er. Musst du nichts mit gar nichts, Handbremse oder... Und das war's. Bis dahin. Aha. So, System. Dann legt er hier los mit seiner kleinen Mäusekinokiste. Genau. Man sieht, Wasserstoff ist da, das ist die rechte Anzeige, Ja. Das blaue Feld. Okay. Und wenn man jetzt auf den Power-Knopf drückt, das ist der wunderbare blaue. Also da. Nicht P wie parken, ne? Genau, sondern blau wie hier Power. Der Power. Fährt das System hoch und jetzt sieht man, wie das alles komplett aussieht. Da der Wagen schon ein bisschen bewegt worden ist, hat er nur noch eine Reichweite von 335, aber das sollte für heute reichen. Das reicht heute, ne? Also wie gesagt, die rechte Anzeige ist der Wasserstofftankinhalt und auf der linken Seite das grüne Segment ist der Batteriestatus, der aber vollkommen irrelevant ist, weil das System sich permanent selber lädt und immer für ausreichend Batterieladung sorgt. Der Brennstoffzellenstapel oder die Temperatur ist jetzt im niedrigen Bereich, weil er gerade erst hochgefahren wird. Das heißt, er wird dann warm. Das heißt ganz normal, wie man dann auch das Zeichen verschwindet an und dann haben wir die Betriebstemperatur erreicht. Ah ja, das ist gut. Wichtig ist, im oberen Teilbereich des Armaturenbretts ist keine Drehzahlanzeige, sondern die Leistungsanzeige. Das, was das System gemäß dem Pedalwunsch unten angeboten ist ja wird. Ja, genau. Das ist eine Kombination aus von 0 bis 100 Kilowatt Brennstoffzelle oder aber eine Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie, aber immer nur maximal 100 Kilowatt, was also den 156 PS entspricht. Auf der rechten Seite hier haben wir die Anzeige für das Getriebe. Der Wahlhebel ist oben rechts am Armaturenbrett. Das kann man nur betätigen, wenn man die Bremse tritt, wie beim normalen Automatikfahrzeug auch. Dann nimmt man das Händchen und bewegt den Hebel leicht nach unten. Nach unten? Ja, und dann nach vorne und in die Gasse rein. Genau, ah, das ist so. D. Das darf man sich erstmal. Die Warnung ist jetzt einfach, die Türen sind auf. Und ja, man genau, fahr nicht los. Genau. Und das gleiche ist dann auch für rückwärts. Ah ja, okay. Ein Thema. Und wenn man eigentlich nichts machen möchte, außer man möchte anhalten, kann man P drücken. Dann ist automatisch der Gang rausgenommen, die Arretierung. Und dann kann ich auch loslassen, ohne dass du jetzt hier durch die Tür. Zusätzlich haben wir hier auch noch die Feststellbremse, die Fußfeststellbremse. Die können wir einfach mal lösen. Das wäre eben nicht viel passiert. Genau, das ist einfach nur die mechanische Feststellbremse. Was sagen, habe ich natürlich nicht gesagt. Na, wie bei allen luxuriösen Autos heute auch. Genau. Ja, und das ist es eigentlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und das gleiche gilt natürlich hier auch für rückwärts oder wenn man in N stehen will, aber das ist... Was wollte ich sagen, wie komme ich denn jetzt wo komme ich in D und wie komme ich jetzt in N? Ja, einfach so das Ding nehmen und hochfahren. Aus B einfach genau die gleiche Bewegung machen. Nach vorne geht aber nicht. Nee, nach unten. Nach unten? Und jetzt nach links. Ach, jetzt ist das... Ja. Das ist aber erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist aber nach einer kurzen Zeit. Ja, genau. Ist das relativ einfach handhabbar. Ja. Ja, jetzt ist die Lenkradschaltung eigentlich so ein genau, bisschen, ne? So ein bisschen. Ja, das ist echt witzig. Da denkt man immer... Also es geht dann eigentlich relativ leicht. Auch im schnellen Vorwärts-Rückwärts-Fahren, wenn man das noch einmal drin hat, dann geht das ziemlich. Aber gewöhnungsbedürftig erstmal, muss man schon sagen, man weil ja, Lenkradschaltung ja bin ich beim Oldsmobile das letzte Mal gefahren, ja? Also ja. Bitte. Ja, die Kilometergeschwindigkeitsanzeige ist da oben. Achso, ich kann ja mal wieder irgendwie ausmachen oder auf P machen, ne? Dann genau. Auf zu piepen. Im Anzeigenfeld da oben kann man dann auch die Adaptive Cruise Control einstellen, also der Fahrgeschwindigkeitsregler in Abhängigkeit vom vorausfahrenden Fahrzeug, also der Abstand wird gemessen und der genau. Wird den Abstand dann auch beschleunigt und bremst. Das Auto ist genauso ausgestattet mit Collision Mitigation Brake System, das ist das, wenn es eine Gefahrensituation gibt, der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu klein wird, der Fahrer vielleicht nicht ganz bei der Sache ist, dann fängt das Ding an zu piepen, dass man doch bitte bremsen soll. Ignoriert man das erste Piepen, dann gibt es hier gleich ein Ruckeln am Gurt und das Auto bremst von alleine ein wenig an.
Wenn man das auch noch ignoriert, dann fängt es an stärker zu bremsen und zieht die Sicherheitsgurte straff. Mhm. Bis dahin wollen wir bis ja auch zum nicht Erwürgen, kommen. Oder wie? Ja, genau. Er bremst aber nicht bis in den Stillstand. Also das sollte man schon mal im Hinterkopf behalten. Richtig, Sitze. Sitze können belüftet werden. Ja. Hier, das ist bitte kalt und das Ganze das kann man dann ruhig hier kalt lassen heute. Das ist ein sehr heißer Tag. Ja gut, die Tag. Klimaanlage ist jetzt eh eingeschaltet, ja, und ist relativ kühl, glaube ich. Aber das ist wurscht. Man denn sitzt hier auf Biomaterial. Ja genau, Mais, ne? Ich sitze auf Mais, ja, genau, hier. Aus Mais wird zeig, das die Sitze da nochmal anders. Gewonnen, die Fasern, und das ist auch sehr, 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 sagen wir mal, klimafreundlich. Mhm. Global Warming, sondern auch ja, gibt ein angenehmes Gefühl auch bei heißen Temperaturen. Ja, ja, also auch der Herstellungsprozess, ne, es ist super, ja, umweltfreundlich. Ja. Habe ich zumindest so gelesen bei euch, ja, ist in der auch Mappe. Richtig. Also es ist schon etwas, was wir auch weiter applizieren werden. Ja, alles andere ist wie beim normalen Auto. Fenster. Ja, das ist schon die ganzen Fensterhebergeschichten und so weiter. Genau, Außenspiegel, ja, sehe ich da richtig, oder? Ja genau, Spiegel links, rechts. Mhm. Hierüber werden die dann eingestellt und hier kann man die Spiegel auch anklappen, wenn es enge werden sollte. Mhm. Aus der Fahrt heraus, wenn man anhält und P drückt, gehen die Türen normalerweise auf, weil er die automatische Verriegelung hat. Ja. Sollte das aus dem Grund sein, dass der Einzel vorher rausspringen möchte, ja, dann kann man während auch der Motor noch läuft, ne, Verschlüsse, ja, da auf und zu machen. Zeig nochmal wo. Ah ja, okay, das ist das Schlosssymbol. Ja. Das bezieht sich auch auf den Kofferraum. Ja, das war's. Mhm. So, hier ist noch genau, ach ja, richtig. Tanken. Richtig ist hier, wenn man tanken wollen würde, müsste, ja, man das Knöpfchen drücken, dann geht hinten die ganz normale Klappe auf. So, die war rechts. Mhm. Muss man draufhalten, einer drückt drin, sieht gut aus. So sieht das aus, ein ganz normaler Anschluss für Wasserstoff an jeder konventionellen Tankstelle. Wenn jetzt vorne einer das Ding in Betrieb setzen wollte auf D, ja, kommt der nicht weg, solange dieses Türchen hier auf ist. Ah ja, das ist also nochmal eine Sicherheit drin. Ne? Nicht, dass, genau, man auch dranhängt. Ne? Nicht, dass man den ganzen Kladderadatsch an der Tankstelle damit abreißt. Das macht dann wenig Sinn. Ja, und das ist ganz zack, Klick. Ja. So, mein Beifahrer hat sich auch schon gemütlich gemacht. Ja, der macht sich das sehr gemütlich. Der macht sich das super gemütlich, hat auch, glaube ich, schon die Stoppuhr um, ist ja, hier ja, schon völlig rallymäßig in Vorbereitung. Ja, Thomas, erstmal herzlichen Dank gern, soweit, ja, und ich werde jetzt auch mal wieder einsteigen. Genau. Was passiert ist, das Einzige ist, so, da was? Unten. Die dem Geräusch. Rückwärtskamera war doch noch, ja, oben. Die Rückwärtskamera, ne, ist hier. Ja, ja, die ist hier da eingebaut. Ganz, genau, klein, nämlich also da beim Kennzeichen rechts. Ja. Und man sieht jetzt leider kein Wasser rauskommen, aber da unten ist ganz normal der Wasserdampf, der da rauskommt, unten runter. Ja, das sind, ach, da ist nur so ein kleines. Ja, wie ein Abgas. Ja. Genau, das war, deswegen brauchen wir auch keine Aussparung mehr, wo dann das dicke, fette Rohr, ja, vom Auspuff. Bis dahin brauchen wir das nicht mehr. Nur ein bisschen Wasser auf die Straße tröpfeln oder Wasserdampf. Das hier ist tatsächlich eine Durchsichtscheibe, aber nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und die ist bestimmt beschichtet, habe ich gelesen. Die ist, genau, die ist beschichtet, um Privacy zu garantieren, um nicht zu zeigen, was ich, genau, für die VIPs, ne? Genau, das sind also zwei Fenster, aber von innen kann man durchaus mit dem Rückspiegel tatsächlich sehen, was hinter einem passiert. So. Thomas? Ja? Frage, wir brauchen Hydraulikunterstützung zur Lenkung, gell? Wegen Anlassen des Motors, ne? Für die nämlich, Prüfung. Hier, es gibt hier eine Wertungsprüfung. Die musst du fahren. Und da musst du fahren, ohne dass der Motor an ist. Rollprüfung. Genau, das ist wichtig zu wissen. Motor abschalten. Da musst du ohne laufenden Motor losrollen nach 60 bis 90 Metern der Strecke. Starten des Motors. Ich finde, der sieht sehr schick aus, sehr elegant von der Linienführung. Ich finde, auf den Fotos kommt er gar nicht so gut rüber, wenn man jetzt mal so live und in Farbe sieht. Und bequem sieht man auch. So, ich werde dann gleich mal einsteigen. Also,